Hallo Leute, vor einigen Jahren gab es hier auf meinem Kanal eine kleine Miniserie, in der ich euch Hautpflege aus der Drogerie gezeigt habe. Und ich glaube, die war auch zweigeteilt. Der erste Teil drehte sich nur um Reinigung und der zweite Teil um die Pflege für die Haut. Und ich dachte, ich lasse diese Miniserie mal wieder aufleben, weil es ja auch neue Produkte in der Drogerie gibt oder einige Produkte aus dem Sortiment rausgegangen sind, und würde heute einfach mit der Reinigung starten. Bevor ich starte, möchte ich euch noch mal sagen, was ich für eine Haut habe. Also ich habe eher eine trockene Haut, die stellenweise zu Unreinheiten neigt, die Poren aufweist, kleine Fältchen. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, alles, was ich jetzt zu den Produkten sage, bezieht sich auf meine Haut, weil ich eben diese Produkte auch auf meiner Haut getestet habe. Als erstes möchte ich euch eine milde Tensidreinigung zeigen, und zwar von der Marke Pediprotect. Die Marke mit dem Pinguin. Auf den Produkten ist auch immer so ein total süßer Pinguin mit drauf, aber das tut hier nicht zur Sache. Das Produkt kostet unter 4 Euro und basiert auf milden Tensiden. Ich mit meiner eher trockenen Haut bevorzuge ja lieber Reinigungsmilch oder Reinigungsöl. Aber hier muss ich sagen, hinterlässt das Produkt ein doch recht angenehmes Hautgefühl. Es ist nicht zu trocken, es schäumt nicht zu extrem und es hinterlässt wie so einen ganz dezenten, aber wirklich noch ganz dezenten Film auf der Haut. Also es ist jetzt nicht wie nach einer Reinigungsmilch oder nach einem Reinigungsöl, aber die Haut ist halt danach nicht furztrocken oder spannend oder irgendwas in die Richtung. Deswegen kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Vielleicht auch für Leute, die mal Tensidreinigung ausprobieren möchten, aber zu einer eher trockenen Haut neigen. Ich denke, das könnte auch was für Menschen sein, die vielleicht eine öligere Haut haben, aber trotzdem was Mildes verwenden wollen, wo eben milde Tenside mit drin sind. Also das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, mal auszuprobieren. Kommen wir jetzt zur Kategorie Reinigungsmilch und Waschcreme. Da habe ich eine hier, die ich schon seit Jahren benutze, und zwar die von Isana, die Clean and Care milde Reinigungsmilch. Die mag ich richtig, richtig gerne für morgens, weil die sich wunderbar runterspülen lässt, nicht zu fettig ist, aber trotzdem ein schön pflegendes Hautgefühl hinterlässt. Ist auch mild formuliert, kann ich hier sehr, sehr empfehlen. Also für meine trockene Haut ist das wirklich wunderbar. Dann habe ich hier als nächstes noch natürlich die I+M Reinigungsmilch. Die ist ein bisschen weniger pflegend im Vergleich zu der von Isana. Also die hinterlässt einfach nicht so diesen Pflegefilm auf der Haut, lässt sich dennoch sehr, sehr gut runterspülen, ist aber ein bisschen kostenintensiver im Vergleich zu der von Isana. Aber wenn ihr eine tolle naturkosmetische Reinigungsmilch sucht, dann kann ich euch die hier auf jeden Fall sehr, sehr ans Herz legen. Und dann zu guter Letzt ein etwas fettigeres Produkt. Also wir gehen hier von ein bisschen leichter zu fettig über, diese Waschcreme. Die hinterlässt auf jeden Fall einen sehr stärkeren oder beziehungsweise nachhaltigeren Fettfilm auf der Haut, und die Haut fühlt sich ja sehr gepflegt an. Also Make-up kriegt man damit nicht ganz so gut runter, weil sich das einfach nicht komplett runterspülen lässt, weil eben da noch so ein Ölfilm auf der Haut ist. Aber so für morgens oder zwischendurch, wenn man mal sein Gesicht waschen muss und gleichzeitig aber nicht dieses trockene Gefühl auf der Haut haben möchte, kann ich diese Waschcreme auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Die kann man auch ganz wunderbar zum Duschen verwenden. Ist also ein tolles 2-in-1 Produkt, was man easy peasy mitnehmen kann, was man fürs Gesicht und eben auch für den Körper benutzen kann. Kommen wir nun zu den Reinigungsölen, und wie ihr sehen könnt, habe ich heute nicht nur das Reinigungsöl von Balea in der Hand, sondern auch das hier von Isana, was gerade neu bei Rossmann eingezogen ist. Ich bin wirklich, wirklich froh, dass Balea jetzt auch einen Gegenspieler hat, weil sonst hatte man nicht wirklich eine Möglichkeit, was anderes auszuprobieren. Das Reinigungsöl von Balea habe ich wirklich sehr, sehr lange benutzt und viele, viele Flaschen geleert, habe dann aber festgestellt, dass mich das irgendwie nervt, dass ich so viel Produkt davon brauche, und irgendwie hat es sich einfach nicht optimal auf der Haut angefühlt. Mein absolut liebstes Reinigungsöl ist zwar von Misha, aber das muss ich natürlich immer wieder nachbestellen im Online-Shop, auch wenn es sehr ergiebig ist, dann ist es natürlich auch noch ein bisschen kostenintensiver im Vergleich zu dem von Balea. Aber
Das hier ist auf jeden Fall ein würdiger Gegenspieler für dieses von Balea. Ich habe das jetzt aber ehrlicherweise noch nicht so oft verwendet, habe das jetzt zweimal benutzt, muss aber sagen, dass der erste Eindruck sehr viel positiver ist im Vergleich zu dem von Balea. Es ist zwar parfümiert und ich würde den Duft jetzt nicht unbedingt als blumig bezeichnen, sondern er geht in meinen Augen eher in die fruchtige Richtung, ist schon recht intensiv, aber verfliegt auch recht schnell. Ich meine, sobald man das runtergespült hat, ist gar nichts mehr davon da. Es brennt nicht in den Augen, es kriegt Make-up ganz gut runter. Das Hautgefühl danach ist sehr, sehr angenehm. Ich habe auch das Gefühl, es hinterlässt weniger einen Fettfilm als das von Balea, aber ich muss das auf jeden Fall noch ein bisschen genauer miteinander vergleichen. Also nehmt das bitte jetzt nicht so auf die Goldwaage, was ich hier sage, mit dem Isana Reinigungsöl. Ich werde es auf jeden Fall noch weiter testen und mit dem von Balea vergleichen. Und dann gibt es vielleicht auch noch mal ein Drogerie-Battle, wo ich euch zeige, wie die beiden so performen und welches ich am Ende wirklich besser finde. Aber aktuell ist der erste Eindruck, was das Reinigungsöl von Isana angeht, deutlich besser. Und ich muss euch auch noch dazu sagen, weil mir immer wieder Leute schreiben, dass sie nur reines Pflanzenöl zum Abschminken benutzen. Man kriegt eben reines Pflanzenöl nicht mit Wasser runter. Das geht einfach nicht, weil Öl und Wasser sich nicht mischen. Klar kann man dann irgendeinen Waschlappen nehmen und das irgendwie runterschrubben, aber das geht dann eher in die mechanische Reinigung und kann bei empfindlicher Haut oder wenn man allgemein Hautprobleme hat, kann das schon ein bisschen nachteilig sein. Man braucht auf jeden Fall einen Emulgator, um eben das Öl mit dem Wasser wieder runterspülen zu können. Also reines Öl und Wasser mischen sich nicht, deswegen kann man da so lange abspülen, wie man möchte. Man kriegt es einfach nicht ab. Das hier sind zwei Reinigungsöle, die eben einen Emulgator enthalten und sich dadurch mit Wasser abspülen lassen. Und das war's mit dem ersten Teil zur Drogerie-Hautpflege-Miniserie. Falls ihr euch noch den zweiten Teil wünscht oder irgendwelche anderen Teile, also wenn ihr Vorschläge habt, dann schreibt das am besten in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann unterstützt mich doch gern mit einem Däumchen nach oben oder einem Kommentar, damit der Algorithmus ein bisschen positiv beeinflusst wird. Da würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen. Und abonniert auch gerne meinen Kanal. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal und ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis bald. Tschüss!